Spart mir minimal Cutting. Mein meistgespieltes Spiel ist auch kostenlos, aber ich habe 700 Euro in kosmetische Sachen versenkt. So. Wo waren wir eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Triss could not help Geralt, yet she did direct him to Kareem Tilly, an Oneromancer and an expert at finding the lost and the missing. Stimmt. Guided by Kareem Tilly, the Witcher had a dream. In it, Ciri and I, the bard Dandelion, were reunited. Geralt now knew that to find Ciri, he would first need to find his dear old friend. Rittersporn. Rittersporn, der Cousin von Rittersport. Was tellst du dem King? Irgendwas tellt er dem King. Genau, wir hatten das hier. Erhöhte Toxizität. Und das nächste wäre Delayed Recovery. Da ist die Dead Recovery. Mhm. Gut. Wir waren ja in der großen Stadt angekommen. Und haben sehr viele Quests. Haben die Greifenschulen-Ausrüstung. Stufe 11. Bin da alle Schemas der Greifenschulen-Ausrüstung. Katzenschule ist ja die mit Crit, ne? Sprich mit der Witwe. Fangen wir mal wieder leicht an. Machen irgendeine kleine Nebenmission, um wieder ins Spiel reinzukommen. Fisch. Ist ein bisschen Fisch. Mögt ihr Fisch? Also ich glaube, es gibt kaum ein Lebensmittel, wo sich die... Hä? What? Lost your nerve? Warum? Warum? Was ich sagen wollte, es gibt ja so ein Lebensmittel, was mir immer gut einfällt, wo Leute sagen, nee, ich mag's nicht. Also abgesehen, sie haben sehr spezielle Ernährungspräferenzen. Es ist Fisch. Also ich kenne echt viele Menschen, die keinen Fisch essen. Fisch ja, Muscheln nein. Okay. Und warum keine Muscheln? Weil Geschmack, weil Konsistenz, weil... Nö. Weil Muscheln die Reinigungskräfte des Meeres sind. Sprich. Hä? Einfach angepupst werden hier. Servus. Das ist so das dümmste Versteck, was ich mir vorstellen kann. Also wirklich, das ist ja quasi schon offensichtlich.
Gut. Ruhmestor. A fine kettle of rancid fish. Nostrix. Okay, Nostrix habe ich noch nicht gelesen. Just outside the gate. A warning to Far Corner's inhabitants. Nehmen wir mit. Are there better times ahead? For Nein. The wenches, witches coming. Half the price? Are you daft? She's the sprightliest heifer north of the pond. Sprich mit der Witwe. Was ist denn die weiße Dame? Mal gucken. Greetings, Witcher. Hear about the White Lady. Ich hab so ein Stück Essen, was in den Zähnen hängt, ne? I notice it's been hanging so long, sun's near bleached it blank. Managed to decipher it somehow, but I need more information. Ask away. Who's that? I'm ready to go out in the fields anyway, for fear of ending up like Mikko and his band. Mikko and his band, who are they? Four lads, drunkards and good-for-nothings all. They'd drained a few pints and decided they'd all plough the White Lady. Maybe then she'd bugger off. Romantics. Hmm. Seems the White Lady spurned their advances. They still lie in the field. Folk are afeard to bury him. Ah, okay. So the White Lady haunts your fields? True. Just past the hut near the old tower. Folk say she's made her home there. So, will you save us from her? Was krieg ich dafür? White Lady can wait. Let's talk about my pay first. I want more money. Was sagen wir denn? 85. Oh, so be it. I can toss in that bit. Beim nächsten Mal nehme ich mehr. Yeah, I'll take care of it. Using more effective means than brave Mikko. Wenn Leute nicht verhandeln wollen, ist das nicht gut. In short, who kisses your ass today will bite it tomorrow. Sure. Na, spitzfingerig habe ich glaube ich schon ganz oft. Okay. Wir können auch unsere Belohnung abholen. Die Woche ist vorbei. Sonneblume. Du bist meine Sonneblume. Dried blood. Really old. The singeing on the other hand is fresh. Unnatural. Medallion vibrates near it. Whatever he saw just before he died gave him quite a scare. Der liegt schon länger da. Body's dried to a crisp. Signs of burns. Noon Wraith did this. Pale skin, but no blood loss. This is no vampire. Expected to see four bodies. Hard-headed men. Deep, uneven tracks. Someone fled blindly in a panic. Da hinten ist einer auf dem Feld. Also dafür, dass hier keiner auf dem Feld sein will oder so, da liegt aber jemand. Oder da geht, arbeitet jemand. Gotta explore the tower. Blood trail leads to the cellar. Da liegt jemand. Das ist ein Hund.
Hm? Nett. Katzenstahlschwert. Nice. Kian war toll. Natürlich ist es schade, dass wir übrigens Elfenschemas mit Professor Gloga. Okay. Nice, nice, nice. Katzenschule, Aufrüstung. Auch wenn ich nicht glaube, dass es die beste Ausrüstung ist, die ich finden kann. Aber Katzenschule ist, glaube ich, leicht und crit-relevant. Also vielleicht gar nicht so schlecht, sie zu haben. Okay, mehr Skelette. Mhm. Das ist ein schöner Turm. Die Aussicht ist auf jeden Fall gut. Bitti, bitti. Bitti, bitti, bitti. Schick. Strange. As if a whirlwind came through. All signs point to a new wraith. She's avoiding me. Better find something that belonged to her. She'll have to show then. Okay, etwas, was ihr gehört. Das war nicht das, was ich machen wollte. Sprich mit der Witwe. Okay, ich muss jetzt wieder zurück. Bevor wir das tun. Okay. Stuff, 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 stuff. Vielen Dank für dein Follow, Kugelfisch, und willkommen in der Otterbande. Hallöchen. Willkommen bei Daddy Geralt und mir, dem verlorenen Menschen. Mittlere Rüstung. Ja, ich will leichte Rüstung. Leichte Rüstung. Durchbohrungsschmetter. Ich habe Krit an, oder? Ne, habe ich nicht. Dann tauschen wir die gerne. Ja, schwere Rüstung. Ich will keine schwere Rüstung. In der Alchemie. Absurde stelle ich gerade mal nicht her. Weil das ist ja etwas für mein Bild am Ende. Und ich möchte nur die Absurde haben, die ich auch brauchen kann. Bomben, Tränke. Verbesserter goldener Pyrol. Gewährt Immunität gegen Gifte. Okay. Sehr gut. Öle haben wir keine. Nein. Moin moin. Siehst wie ein cooler Typ aus. Dachte mal, dass ich einfach mal ein Follow rein. Vielen Dank dafür. Dann mach's dir gerne bequem. Schnapp dir ein favorisiertes Getränk deiner Wahl. Und wir schauen mal, wie wir diese Mittagserscheinung aus ihrem Versteck bekommen. Dafür muss aber die Witwe uns wahrscheinlich sagen, wer es sein könnte. Wer in diesem Turm gelebt hat. Mutmaßlich zumindest. Ist das dein erster Playthrough? Nein, tatsächlich nicht. Ist mein zweiter.
Ich habe das schon mal gespielt, als es rauskam. Also vor einigen Jahren. Und habe dementsprechend natürlich einiges wieder vergessen. Aber den meisten Storyanteil kenne ich tatsächlich noch. Oder zumindest erinnere ich mich ungefähr an die Story. You flee to Maria too. You don't look well. Greetings, Witcher. Greetings, Widow. Ich habe dir nie gefragt, wie die heißt. Seems your white lady's a noon wraith. That means God's poor Lucy. Lucy. She was gonna marry, right? Yeah. Her parents swore her to a smith from the city. Well-to-do, sure, but older and more brittle than elven ruins. Lucy ran from the altar out into the fields, where she slashed her veins. Used the silver dagger she'd gotten for the betrothal. Wait, let me show you. Du hast den Dolch noch? Lass mich raten, sie hat ihn noch nicht sauber gemacht. Lucy's parents couldn't bear to sell it, bury it even. They left it in my care. I want to send her away, but I've got to bring her close, lure her first. I need an object that belonged to her. Dagger would be perfect. Take it, but kill Lucy. Promise me. She shouldn't suffer no more. Okay. Oh, wieder zurück. Und zack, 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 zack. Ich weiß noch, bei Assassin's Creed Brotherhood und sowas, in dem Moment, wo man Taschendiebstahl machen konnte, durch das Festhalten der Taste, der Langsam-Geh-Taste oder sowas, bin ich eigentlich die ganze Zeit durch Städte gegangen und habe die einfach alle ausgeraubt. Oh fuck, ich habe nicht gespeichert. Ich hoffe, die ist nett zu mir. Hi. Let's dance. Aber Mami, warum hast du denn so eine große Zunge? Show me what you got. Ach, komm schon. Mich? Ja doch. Viel Spaß mit dem Bosskampf, der ist schwierig ohne eine Strategie. Oder man macht das so. Was wäre denn eine Strategie gewesen? Also meine Strategie gegen Geister ist, Irren auf den Boden, die da reinlocken und besiegen. Sobald die sich aufteilen, möglichst schnell die Einzelteile besiegen, damit die sich nicht heilen. Das wäre meine Strategie. Ich muss auch wieder Sachen verkaufen bald, glaube ich. Greetings, Witcher. Greetings, Riddle. Problem solved. You can go back to your fields. Thank you. Your coin. And may fortune smile upon you. Toss the coin to the Witcher. Oh, valley of plenty. Sick of it. Well, well, another freak. Also, ich habe bei diesem Bosskampf Bomben benutzt. Das
Das einzige Mal, wo ich Bomben benutzt habe, ist, um Monsternester zu sprengen und um einen Questgegner von einer erhöhten Balkonfläche runterzutreiben. Ansonsten habe ich noch keine Bomben verwendet. Ich bin da so unbedacht. Die vereinbarte Belohnung, die holen wir uns jetzt ab. Definitiv. Doppelte Belohnung, ne? Hier sind so schön viele interessante Fragezeichen. Sollten wir vielleicht vorher dahin gehen? Ich bin so ein Freund von Fragezeichen. Bomben sind schon OP mit den richtigen Skills. Bestimmt. Ich mache gerade ein Metamorphosen-Bild. Das heißt, sobald ich ein Level habe, wo ich mich Richtung DLC bewegen kann, gehe ich dahin. Weil ich da hin muss für irgendwie die Fähigkeit dazu. Um dann ein Metamorphosen-Tritt-basierten Bild zu haben. Mit leichten Angriffen. Keine Bomben. Zur Abwechslung habe ich mir mal ein Bild rausgesucht, um ein Spiel zu spielen. Meistens finde ich die Wege irgendwie selber. Ach ja, die bluten. Ich habe ja vergessen, ich habe ja einen Skill, dass sie bluten. Du willst ins Französisch angelegte Tourasson. Will ich das? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich habe tatsächlich keine Ahnung, ob ich da hin möchte. Okay, das hätten wir. Mein Inventar platzt bald. Wegwerfen. Wegwerfen. Überlegener Rennsattel. Okay, also hier war auf jeden Fall kein Schild zum Schnellreisen. Das bedeutet, wir gehen mal hier lang. Das ist ein Gebiet aus dem DLC. Okay. Ja, ich muss dafür Stufe 30... Nee, was war das? Das Stufe 30 DLC-Gebiet oder das andere? Muss ich nicht... War das Heart of Stone oder war das Skellige? Nee, es war Hearts of Stone, ne? Hallo Plätze. Steht doch nicht in der Mitte von der Straße. Blood and Wine war's. Okay, das ist der, der davor ist. Deswegen kann ich da, glaube ich, auch hingehen. Blood and Wine ist vorher. Ameisen. Gotta blow this
this up if I want to get rid of the enemies. Ja, los geht's. Au! Vergiftet. Aber ein bisschen Dörrobst essen, das nehmen wir mit. Blaues Mutagen. Ich brauche auf jeden Fall rotes Mutagen. Ich finde es leider noch nie. Hier ist noch ein Monsternest. Das räumen wir auch mal auf. Monsterlager von Necker. Ich habe den Wirbel gar nicht mehr ausgerüstet. Na komm her. Aua! Ich sollte mal anfangen, wieder ein bisschen vorsichtiger zu spielen. Da unten ist irgendwas Starkes. Neckarherzen. Ich brauche hier auf jeden Fall Stuff. Sammeln schon mal für deinen Bild ordentlich Mutagene, die brauchst du zuhauf. Ich bin so ein Looter-Mensch. Ich loote alles. Am liebsten sind mir Spiele, wo das Inventar kein Limit hat. Weil ich renne dann auch einfach mit 3000 Kartoffeln rum. Das ist in dem Spiel leider nicht so, da hat man ja ein Limit. Aber allgemein alles. Alles mitnehmen. So, das ist ein Troll oder so, nicht? Sehr gut. Eine Trollleber. Schönes Chianti. Augen. Das nehmen wir mit. Und ich glaube, Mutagene haben wir schon eine ganze Menge. Wo sehe ich das denn? Na gut, hier sehe ich es nicht so richtig. Im Alchemiebaum aber. Wenn ich...
Nee, gar nicht. Bei Alchemie. Und hier. Wir haben 25 kleine blaue. Wir haben noch keine großen. Wir haben keine großen grünen, keine großen roten. Aber grünes Mutagen haben wir auch jetzt 7. Rote leider nicht so viele. Es fehlt immer noch eines für ein normales rotes Mutagen. Nein. Nein, 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 nein. Das war nicht das, was ich machen wollte. Vier, acht. Müsste auch vielleicht mal da. Okay, er hat Satteltaschen, 30er Kapazität. Aha. Hä? Habe ich jetzt gar nicht gesehen, dass da eine Truhe war. Okay. Okay. Was haben wir denn da hinten? Aber Kugelfisch, was spielst du sonst so? Was sind so die Games deiner Wahl? Weil dann kann ich danach vielleicht mal sagen, was ich so allgemein auf diesem Kanal spiele. Okay, schwer ist das Spiel nicht bis jetzt. Okay, das Vieh kann ich nicht looten. Wow. Das war jetzt, naja. Nicht so ganz praktisch. Damit hätten wir das. Hier ist ein Händler, da geht's runter. Da ist irgendein, nee, was soll man, hier ist ein Grenzposten. Wir gehen aber dahin und ich hoffe, dass auf dem Weg nochmal eine Karte, eine Flagge ist. Also, so ein Wegpfosten halt. Ha! Husten. My granddad's sick. Don't fight him. You have to cut off my thumb for me. Good. Das hier ist, war bestimmt auch mal hübscher, ne? Bevor das hier ein einziges Kriegsgebiet war. Okay. Hoppala. Geralt? Apropos Geralt. Habt ihr schon die News gehört, dass die Netflix-Serie The Witcher nach 5 Staffeln beendet wird? Rotfiend Nest needs to be destroyed. Bastard.
Boom. Da habe ich das rostete Schwert aufgenommen. Das brauche ich nicht. Fähig? Doch. Monsterknochen. Monsterhaut. Monsterstimmung. Sehr gut. Damit haben wir auch das Fragezeichen. Das im Wasser, das ignoriere ich jetzt gerade mal einfach. Ernsthaft? Ernsthaft? Ich hänge jetzt hier fest? Das ist dein Ernst? Ich hänge in einem Pixelloch fest. Aha. Ernsthaft? Von wann war das denn? Das ist auch schon wieder ewig her. Das ist über 5 Minuten her. Oh nein. Ach komm schon, Geralt, du schaffst es. Kann ich mich hier raussprengen? Irgendwie ja. Irgendwie ja. Ich weiß zwar nicht, wie die Bombe jetzt was geändert hat im Rausgehen, aber von mir aus. Gut, schnell reisen. Wir müssen auf jeden Fall auch mal an der Stadt vorbei. Um, um Sachen loszuwerden. Hoffentlich will der mich jetzt nicht veräppeln und gibt mir mein Geld. Witcher, greetings.
Brauchst mein Geld. I want my coin. Where is it? There, take it. Twice the sum, as agreed. I keep my word. Sure, second time around. Never mind. Thank you and farewell. Nice. Wie viel habe ich jetzt bekommen? 532. Also dafür kann man auch mal einen Monat warten. Eine Woche. Muss man einfach so sagen. Besucht den Wahrsager. Hol die Werkzeuge aus der Waffenschmiede von Undvik. Okay. Besuche das Spukhaus noch einmal. Es ist das Spukhaus, was ich denke. Wo der Götter-Degel da ist. Was mache ich da eigentlich gerade? Wir gucken mal das Anschlagbrett hier. Vielleicht gibt es da nicht nur Missionen, sondern auch was anderes Sinnvolles. Nice. Gut, Stufe 9. Wir sind fast Stufe 15. Übermutter gehen. Monster lieber ein. Okay. Perfekt. War vielleicht Bestandteil einer Mission. Werden Einwohner von Niederwir und Lindenthal hiermit aufgefordert, sich im Saga. Okay. Die Geräuschkulisse hier ist ein bisschen komisch. Achso, die betrauern. Okay. Die Monster, die sich hingegen rumteilen, aufhin vernichtet. Okay, hier müsste er wissen und kundgetan, dass Olgierd von Everek eine großzügige Belohnung in Gold gewählen, beliebten Gütern, an jeden zahlt, der in die Kanalisation von Ochsenfurt hinabsteigt und die Bestie tötet. Okay. Also die Mehrfragezeichen haben sich tatsächlich in Grenzen gehalten. Wo ist denn... Da. Da. Zack. Es ist das Spukhaus.